Der hat eh nie was moderiert, großartig. Matt ist eher der Zuschauertyp oder der Schreibertyp, der immer irgendwelche Stories verbreitet. Der schreibt immer so eine Wall of Text und dann geht er wieder. Wenn er nicht mit mir spielt. Gerade. Kann man die Modrechte selbst abgeben? Kann man ja. Man kann den Löffel abgeben oder die Modrechte. Indem man einfach Schrägstrich an Mod schreibt und dann sind sie weg. Ja. Kann man machen. Gibt einen Befehl, wie man sich selbst anmoddet. Ich hatte meine Gründe und Jens kennt sie. Alles gut, Buddy. War mir eine Ehre, dich als Moderatorin zu haben. Auch wenn es nur kurz war. It's in a game, by the way. Hat aber eine ganz schlechte Repair-Crew in seinem 10er-Medium. Stimmt, so kurz war es eigentlich nicht. Der, wie viel da jetzt hochfährt. Ich hab's gerne gemacht. Oh, das freut mich. Eine Ehre. Wir haben sie beschädigt. Jetzt haben wir halt einen 430, der mich dann nerven wird. Ganz ehrlich, wenn die Kanone performt, dann performt sie. Gut, der steht halt jetzt safe, da kann ich auch nichts machen. Hat sich jetzt halt auch nicht hingestellt. Ich glaube, Holzi ist schon wieder weg, oder? Der hat nur Hallo gesagt und das war's dann schon. Feuer ist gelöscht. Hat er einen Lack. Das ist bitter. So viel AP verloren durch einen Schuss. Nach einen fucking Schuss nur. Sei es ihm gegönnt. P30 hat schon Interesse an mir. Ich mach noch Feed. So, Heat ist drin. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Jetzt gerade HE geschossen auf mich, oder was war das? Dieses Arschloch, wie es mich einfach abaimt. Ich muss nach hinten gucken, sonst habe ich da ein Udis da hinter mir. Alter, also seine Reaktionszeit ist aber auch nicht so gut. Er kommt schon wieder, ey. Dieses Tier, wie es einen glotzt. Und das ist Conkra-Vieh, Mann. Das ist auch auf dem Hellstell.
Tschüss. Kommst du jetzt an, ne? Jetzt bist du aktiviert. Ich frage jetzt, ob der Pantera dort immer noch schimmelt oder ob er inzwischen weggefahren ist. Gegnerischen Panzer getroffen. Zenturion. Der war doch gerade auf dem Hill. Der Zenturion. Wird ein schweres Game, aber ich habe wenigstens schon ein bisschen Schaden. Den da hätte ich gerne. Ich bin noch nicht offen. Warum sniped mich der 50 TP? Wenigstens habe ich seine Cupola gehittet dort. Das habe ich gemacht. Aber mehr ist auch nicht drin im Moment. Die haben noch ein 430 U und Centurion Action X. Und eine IS-7. Wir haben noch alle 10er. Wir haben noch 8er. Und einen 9er. Deswegen Optiken. So. Wir haben sie beschädigt. Der steht in Flammen. Feuerbereitschaft hergestellt. Erwischt! Haust rein, Stubi. Mach's gut. Noch die Cupola.
S-Conqueror dürfte jetzt gerade fahren. Gleich in den Cap rollen mit seiner ES-7. Jetzt gleich in den Cap rollen mit seiner ES-7. Unfallt sich. Ich habe halt nur 310 Heatpen, da muss ich die Lower Plate von der ES-7 schon treffen. Soll ich's drawn? Ah, okay. Nice, okay. Ich müsste ihn outspotten können. Ich habe schwitzige Finger, ich will es gewinnen. Nee, HE reicht nicht. Die hat noch so viel. Er hat noch 270. Nee, die hat. Oder? Die hat 272. Hat nicht 14 HP. Dann müsstest du was. Wüsstest du was ich nicht weiß. Auf mich zu verwirren. Also ich kann ihn mit Heat pennen, definitiv. Ja, nicht so. Okay, dann machen wir das jetzt mit HE. Wird nicht funktionieren. Er ist da halt down. Lassen wir ihn jetzt nochmal. Lass nochmal blind schießen. Fuck. Heat 310 Heatpen durch die Schulterbacke. Das ist nicht so einfach. Wie viel Pen braucht man denn da an der Stelle? Bestimmt mehr. Hey Fabi. Weiß nicht, wir haben schon zweimal YouTube. Weil, wisst ihr, wer es verloren hat? Mr. Conqueror, ich verunfalle mich. Ich kenne nur den einen Weg, um das Ziel, das Game zu gewinnen, indem ich auf einen Achter draufspringe. Meine Kanone ist kaputt, ich muss auf ihn draufspringen. 1-7. Erste Klasse. Ja, ich denke mal, vielleicht hauen wir es auf YouTube. War schon spannend, oder? Das war schon ein spannendes Game. Ich meine, 6500 Games. Games Damage.
7 Kills am Schluss war schon nochmal super spannend eigentlich. Ich habe es gedreht und er hat mir sehr gut dabei geholfen mit seinem Conqueror, ne? Am Anfang, dieses Tier, ne? Ich muss das jetzt einfach so sagen, aber er sitzt dort auf seinem Hill, ganz am Anfang. Ich bin nicht spotted. Er aimt aber auf die letzte Position, wo ich gespottet war. Er aimt der Stupide drauf. Ja? Er aimt Stupide dorthin. Ich denke mir, okay, einen Schuss kannst du dir von dem nehmen, gibst ihm halt einen, vielleicht macht er dich nicht mal auf. Safe, dass er ein Scherenfernrohr anhatte. Deswegen hat er sich nämlich nicht bewegt, Stupide auf mich geaimt. Und natürlich, er zündet mich an. No. Ich würde sagen, wir machen mal eine Notiz. Vielleicht ist es YouTube-Content. Ist halt eigentlich schon gut gewesen. Eigentlich war schon ein spannendes Game. Ich denke, das war schon relativ spannend. Wer musste feppen? Der Typ, der mich angezündet hat. ES7 hat mir geschrieben. Hacker. GG, ach so. Der S-Konk, der hat sich da drauf, der Konk, der hat sich erstmal gefreut. Kein Spam. GG. War ja auch eine schöne Runde, mal mit 15 Minuten, ne? Volle 15 Minuten ausgekostet. Ohne Radjochen. Merkt ihr was, was daran schön war? Seht ihr was? Fährt euch was auf? An dem Matchup. Kein Radjochen. Keine Arti. Merkt ihr was? Einfach spielen. Ein fairer Fight. Ne, ein ganz fairer Fight. Kampfpanzer gegen eine IS-7. Keine Arti, die dich stunt. Keine Arti, die dir 5 Module rausballert. Ich entscheide, wann ich beschossen werde und wann ich zurückschieße. Nicht eine Arti, wann hinterm Stein.